Es war einmal eine wunderschöne und ruhige Dorfgemeinschaft zwischen den hohen und bezaubernden Hügeln. In diesem Dorf lebte ein junger Mann namens Peter. Peter war sehr höflich und bescheiden, aber auch arm. Er dachte viel nach und hatte einige Freunde in seiner Nachbarschaft. Immer wenn Peter mit seinen Freunden unterwegs war, erhielten diese Respekt und Ehre von anderen, jedoch nicht Peter selbst. Eines Tages, als Peter sich nicht zu Hause fühlte, ging er zu einem nahegelegenen Fluss seines Dorfes. Mit einem schweren Herzen und einem beunruhigten Geist erreichte er den Fluss. Er begann sich zu fragen, warum die Menschen andere nicht respektieren und warum sie andere ohne triftigen Grund erniedrigen. Warum basiert das Verhalten der Welt darauf, einander zu erniedrigen und zu beleidigen? Unzählige Gedanken, die den inneren Frieden störten, wirbelten in seinem Kopf herum. Von dem negativen Verhalten anderer gegenüber ihm belästigt, eilte Peter zu seinem alten Mönch. Dieser Mönch war hochqualifiziert, um solche materiellen Leiden im Handumdrehen zu lösen. Der Mönch lebte in einem riesigen Kloster inmitten rauer Höhen. Als Peter das Kloster erreichte, sah er, dass der Mönch tief in seiner Meditation versunken war und einige Menschen saßen zu seinen Füßen, um Rat und Anleitung des Meisters zu suchen. Peter setzte sich zunächst unter diese Menschen und wartete auf seine Reihe. Als der Mönch seine barmherzigen Augen öffnete, sah er Menschen, die von den Problemen und Leiden des Lebens geplagt waren. Nun begann der Mönch, die Leiden jedes Einzelnen nach und nach zu lösen. Als Peters Reihe kam, stand er auf, verneigte sich respektvoll vor dem Mönch und kniete dann vor seinen Füßen nieder. Als der Mönch Peter nach seinem Wohlbefinden fragte, begann Peter bitterlich zu weinen und sein Herz vor dem Mönch auszuschütten. Er erklärte, dass ihn niemand respektiere und ihn für nichts halte. Weder Freunde noch Familienmitglieder oder Verwandte achteten auf ihn. Auf all das lächelte der Mönch warm und fragte Peter, was er wolle. Peter antwortete, er wolle, dass ihn jeder respektiere und schätze, dass ihm jeder aufmerksam zuhöre und ihn nie ignoriere. Der Mönch antwortete daraufhin, dass niemand jemanden respektieren könne oder ihn erniedrigen könne. Es sei denn, man erlaube es selbst. Menschen erniedrigen und respektieren dich, weil du dich selbst schwach gemacht hast, indem du dich nicht stark und mächtig gemacht hast. Der Mönch erklärte, dass in dieser Welt starke Menschen oft die Schwachen belästigen, genauso wie ein Vater seine Kinder beleidigt, ein Ehemann seine Frau erniedrigt, der Reiche den Armen erniedrigt und der Mönch seinen Diener erniedrigt. Peter müsse verstehen, warum ihn die Menschen nicht ehren und warum sie nicht zu ihm aufschauen. Der Mönch beabsichtige, 5 lebensverändernde Lektionen zu teilen, die, wenn sie gut umgesetzt werden, dazu führen würden, dass die Menschen vor Peter den Hut ziehen und ihn respektieren. Die erste Gewohnheit, die Peter lernen sollte, war, Nein zu sagen. Wenn er zustimmte, um andere glücklich zu machen und in ihren Augen gut dazustehen, würde er sich selbst herabsetzen. Menschen nehmen jemanden, der immer alles bejaht, leichtfertig hin, denn solche Personen verlieren ihre Selbstachtung. Es macht den Eindruck, dass diese Person keine eigenen Gedanken hat und immer nur Ja sagt. Wenn man nicht in der Lage ist, Nein zu sagen, hören die Leute auf, um Zustimmung zu fragen, da sie annehmen, dass man immer zustimmen wird. Die zweite Lektion bestand darin, aufzuhören zu klagen. Jeder hat bereits Probleme im Leben und niemand mag jemanden, der ständig über seine Probleme jammert. Menschen fliehen vor solchen Personen und suchen stattdessen jemanden, der sie zum Lachen bringt, sie aufheitert und die Last ihres Geistes erleichtert. Die dritte Lektion lautete, nicht immer für jeden verfügbar zu sein. Wenn man immer für jeden verfügbar ist, verlieren die Menschen den Respekt vor einem und betrachten einen als wertlos. Diejenigen, die weniger verfügbar sind, werden als wertvoller betrachtet. Die vierte Lektion war, immer das zu tun, was man gesagt hat. Niemand mag eine unehrliche und unzuverlässige Person. Um Respekt zu erhalten, sollte man niemals falsche Versprechungen machen und immer zu dem stehen, was man gesagt hat. Die fünfte und letzte Lektion, die der Mönch teilte, war, Armut zu überwinden. Armut sei einer der Hauptgründe für Demütigung in dieser Welt.
Arme Menschen haben weder Freunde noch Verwandte und erfahren überall in ihrem Leben Beleidigungen. Peter müsse eine Qualität entwickeln, um sich aus dieser Armutsfalle zu befreien. Nachdem der Mönch all diese wertvollen Lektionen an Peter weitergegeben hatte, segnete er ihn für eine helle und glückliche Zukunft, in der er keine Missachtung mehr erleben würde. Peter bedankte sich beim Meister, verneigte sich erneut respektvoll und kehrte zurück. Er integrierte die 5 Lehren des Mönchs in sein Leben und schon bald sah er die kommenden großen Veränderungen, die Respekt, Ehre und Wertschätzung in sein Leben brachten.